Das hier, meine lieben Freunde, ist keine Mod oder kein Add-on oder irgendetwas in diese Richtung, sondern ein natürlich generierter Seed, den wir uns heute anschauen werden. Was es damit auf sich hat, seht ihr jetzt sofort. Ich wünsche euch immer ganz, ganz viel Spaß. Und damit einen fantastischen Tag, verehrte Freunde, und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Seed Donnerstag hier auf meinem Kanal GamingGuides.de. Es ist mal wieder, wer hätte es gedacht, Donnerstag und somit höchste Zeit, dass wir uns erneut einen brandneuen Seed auf der Bedrock Edition von Minecraft anschauen. Das heißt, solltest du auf der PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows 10 Edition oder auf der Pocket Edition unterwegs sein, kannst du den heutigen Seed ganz, ganz einfach verwenden. Und im heutigen Fall lohnt es sich auf jeden Fall sehr, denn ihr habt schon im Pre-Intro gesehen, die Klippe, die wir da gesehen haben, ist eine natürliche Generierung des Seeds hier. Und sowas, muss ich zugeben, habe ich in meiner ganzen Laufbahn, was Minecraft angeht, noch nie gesehen. Es ist eine nahezu unendliche Klippe, die sich konstant wiederholt. Also die Erze, die Strukturen da drin, die sind einfach alle in bestimmten Abständen immer gleich. Das ist der absolute Wahnsinn. Den Seed findet ihr wie immer unten in der Beschreibung oder ich blende ihn hier auch mal ganz kurz ein. Einfach kurz pausieren, kopieren, aufschreiben oder halt einfach am Ende des Videos in die Beschreibung schauen. So, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, wenn ihr weiterhin Seed Donnerstag sehen möchtet und euch der heutige Seed gefallen sollte. Gerne auch ein kostenloses Abo, falls du neu hier unterwegs bist, denn es ist wie gesagt kostenlos und du verpasst kein Video mehr. Grundsätzlich kann man sagen, der Spawn sieht noch relativ normal aus, so wie es sich für einen Minecraft Seed eigentlich gehört. Wir haben hier direkt in der unmittelbaren Nähe zwei Dörfer, einmal das da vorne und dort hinten kann man so im Nebel noch so ein weiteres kleines Dorf erkennen. Es sind zwei Ebenendörfer, nichts Besonderes eigentlich, also hier zumal im ersten Dorf gibt es noch nicht mal einen Schmied, soweit ich das jetzt richtig gesehen habe, hoffentlich. Ihr könnt ihr aber, wie gesagt, die ganzen anderen Truhen noch looten mit Essen etc. Vielleicht auch noch ein bisschen traden, nehmt euch die ganzen Heuballen mit und dann habt ihr auch schon jede Menge Brote. Ah ja, oben links wie immer die Koordinaten, falls ihr nicht wisst, wo ich mich gerade in der Welt befinde, einfach oben links in die Ecke schauen, da haben wir die ganzen Koordinaten freundlicherweise vom Spiel zur Verfügung gestellt. Und hier, wie gesagt, ein weiteres Dorf, auch relativ schmal ja, generiert worden, mit so einem kleinen Treppchen hier hoch, aber hier haben wir dann auch ein, ja, ein Schmied. Da schauen wir uns jetzt direkt einmal an, was da so für Loot drin ist. Was Loot angeht, habe ich immer irgendwie so ein Händchen für guten Loot, ich weiß nicht, wieso das so ist. Okay, jede Menge Obsidian würden wir theoretisch mitnehmen, um uns dann dementsprechend gleich auch bei den zerstörten Portalen, die wir ja auch haben, ein Portal zu machen, eine Eisenhose, ein bisschen was zu essen. Ist auf jeden Fall für den Start okay. Dieses Mal ist das okay, denke ich mal, gerechtfertigt. So, und dann in der weiteren Nähe muss ich mal gerade schauen, in welche Richtung wir fliegen. So, im unteren rechten Teil der Karte oder ein Stückchen weiter vom ersten Dorf, sage ich mal, über den Tigerwald hier drüber, findet man dann auch schon das erste zerstörte Portal oder die erste Portalsruine. Lohnt sich auf jeden Fall immer, da vorbeizuschauen. Man kann sich nahezu fast immer, in dem Fall hätten wir das schon machen können, ein komplettes Portal bauen. Und hier haben wir jede Menge goldene Karotten, einen Goldapfel, Flints und auch Flintenstiel und ein paar Eisenklumpen. Ist eigentlich auch ein ganz guter Loot, würde ich sagen. Und hier hinten fängt dann auch so langsam, aber sicher eine nice Berglandschaft an, falls ihr da irgendetwas bauen oder suchen wolltet, zum Beispiel Smaragde etc. So, hinter diesem kleinen Wäldchen vor allem, Bergchen eher gesagt, haben wir dann noch ein weiteres kleines Ebenendorf, ist aber tatsächlich absolut nichts Besonderes, gibt es nur die ein oder anderen Dorfbewohner, ein bisschen was zum Mampfen höchstwahrscheinlich, ansonsten kein Schmied, kein besonderer Loot. Lohnt sich aber dennoch, denke ich mal, hier vorbeizuschauen. Im ganz oberen rechten Teil, habe ich gerade per Zufall entdeckt, befindet sich noch ein Dorf. Also ganz, ganz viele Ebenendörfer auf jeden Fall. Hier allerdings auch, soweit ich das gerade sehen kann, kein Schmied. Also auch leider keinen guten Loot, den man hier abstauben könnte. Das Haus sieht auf jeden Fall riesig aus. Fast schon eine Villa, ist wahrscheinlich der König des Dorfes hier. Also hier ein Stückchen weiter links aber, wo ich eigentlich hin wollte, befindet sich dann auch nochmal ein weiteres zerstörtes Portal. Ganz oben am roten Punkt kann man das so ein bisschen schon erkennen. Dort gehen wir jetzt einfach mal hin und da gibt es dann auch nochmal ein bisschen Loot. Meistens halt irgendwas in die Richtung Gold, logischerweise, weil es ja mit dem Nether zu tun hat und wir aufgrund der Piglins Gold auf jeden Fall brauchen. Wir schauen mal, ich kann mich nicht mehr ganz so erinnern, was hier drin war. Und zack, Unboxing und wir haben, ui, ein Goldschwert mit insgesamt 5 Verzauberungen. Alter Schwede, Haltbarkeit 3, Verbrennung, Plünderung, Peinigung, macht jetzt da weniger Sinn, aber auch Rückstoß, alter Schwede. Das ist auf jeden Fall schon nice. Da kann man sich auf jeden Fall das Schwert gönnen, würde ich sagen. Und ja, Freunde, jetzt sind wir genau an der Stelle angekommen, die den Seed so besonders macht. Und zwar die Infinity-Schlucht, die unendliche Schlucht, der Spalt des Todes,
der Gang zum Erdkern, wie man das Ganze auch immer nennen mag. Wir haben hier eine riesige Schlucht und wenn ihr denkt, das hier ist alles, nein. Wenn ihr bei den Koordinaten seid, dreht euch einfach mal um und fliegt mal in diese Richtung hier bei der Hexenhütte. Hier sieht man auch weiterhin ganz, ganz tiefe Erdlöcher und wenn wir dann noch weiter fliegen, immer mal weiter so Löcher, das habe ich so auch noch nie gesehen, wie zerklüftet diese Welt einfach aussieht. Und dann geht es hier auch nochmal komplett weiter mit einer weiteren Schlucht, die sich dann nochmal durch die halbe Welt sieht. Und das Praktische ist halt einfach, die wiederholt sich hier unten. Werden wir mal schauen. Guckt euch das einfach mal an. Redstone, Eisen. Weiter geht's. Redstone, Eisen. Weiter geht's. Redstone, Eisen. Und das bis zum Ende. Und auch die ganzen Minenschächte hier oben, der ist aber nicht wiederholt. Der hat sich da einfach mal rein generiert, genauso wie er es eigentlich gewollt hätte, aber hier fehlt halt irgendwie die Hälfte, als wäre hier so ein ganzes Stück einfach von Gott rausgerissen worden oder von wem auch immer. Das muss man sich mal reinziehen. Also solltest du hier in diesen... Oh, ein Slime, hallo. Oh nein. Oh no. Oh no, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Nein, nein. Slime, was machst du? Lass das. Du willst das nicht. Nein. Oh. Sag mal. Du bleibst schön hier, Freundchen. Du bleibst schön hier. Haben wir da auch noch mal was Gutes getan. Den Slime gerettet. Nein! Nein, was mache ich? Lass... Oh. Bleib da. Lass das. Jetzt springt er nicht wieder runter. Das gibt's nicht. Nein. 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 Ja, nachdem das weniger erfolgreich war, also, solltest du hier dann praktisch Delfine, sage ich schon, Diamanten finden, also heute habe ich ja absolut der Wurm drin, dann ist dieser Diamant oder diese Diamantader genau an der gleichen Stelle im weiteren Abteil, sage ich mal. Das heißt, du kannst hier unendlich viele Dias finden und die sind immer an derselben Stelle. Falls du also welche findest, schau eine Etage weiter, eine Plattform weiter, auch nochmal an der gleichen Stelle nach. Die sind da dementsprechend auch. Das ist verrückt. Guckt euch das einfach mal an. Also habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Seed auch irgendwann mal gefixt wird. Falls dem so ist, lohnt es sich auf jeden Fall noch schnell den Seed auszuprobieren und jede Menge Erz hier abzufarmen, weil hier sich alles wiederholt. Oh, das sieht auch einfach allgemein richtig krass aus. Chef, du läufst hier lang und findest dann diese Schlucht hier. Du denkst doch, oh, das wurde nicht zu Ende generiert und wartest dann einfach, bis das Spiel die Schlucht vollständig macht. Aber das ist nicht so. Sie ist so generiert und sie ist so fertig generiert und das ist das Praktische. Du kannst hier einfach runterjumpen und alles mal erkunden. Nimm dir am besten ein paar Kumpels mit, weil ich glaube, hier gibt es viel zu entdecken. Weil wir haben ja einmal hier die Schlucht und da hinten geht es nochmal weiter und danach geht es nochmal weiter. Es ist sehr, sehr lang und groß und das ist nicht pervers, sondern einfach die Schlucht hier in dem Seed. Deswegen, ja, nehmt euch mal einen Kumpel mit oder ein paar Kumpels. Hier gibt es einiges zu entdecken. Und das macht diesen heutigen Seed so wirklich ganz, ganz besonders. Und hier haben wir, glaube ich, auch eine Truhe, wenn mich alles täuscht. Wo waren das nochmal? Ich habe hier letztens eine ganz flotte Karotti, eine Lore gesehen. Okay, das war anscheinend an einer anderen Stelle. Aber das sieht ja alles gleich aus, weil es sich wiederholt. Und das mit dem Wiederholen ist bei jeder Schlucht hier immer der Fall. Und hier auch, kann ich auch nochmal demonstrieren. Hier sieht man das an dem Beispiel auch ganz gut. Hier haben wir dann Diorit, wenn mich alles täuscht. Genau, ich wechsle hier immer Diorit und da an der Plattform sieht man immer, dass es sich wiederholt. Es sieht ganz genau immer gleich aus. Und das ist praktisch. Schreibt auf jeden Fall mal die Koordinaten einiger Dias unten in die Comments, falls die Leute Dias farmen möchten, können die dann mit diesen Koordinaten immer die Dias finden. Und die sind halt, wie gesagt, in jedem Block dann an derselben Stelle. Das ist der absolute crazy shit, würde ich sagen. Ja, das soll es dann aber vom heutigen Seed auch schon gewesen sein. Wie gesagt, solltet ihr noch andere Sachen finden, schreibt sie gerne unten in die Kommentare mit Koordinaten. Das hilft den Leuten sehr, sehr weiter, die diesen Seed hier testen oder auch im Survival durchspielen möchten. Lasst auch gerne ein Like da, wenn euch der heutige Seed gefallen haben sollte. Teilt ihn gerne mit euren Freunden. Ich glaube, das muss man auf jeden Fall gesehen haben, was das hier für ein Seed ist. Das ist der absolute crazy Wahnsinn, würde ich sagen. Ich bedanke mich immer fürs Zuschauen, Freunde. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao.